Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier, beziehungsweise eigentlich der ersten Folge vom U-Boot. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben ja im Stream nicht wirklich Erfolg gehabt, ne? Wir müssen jetzt ein bisschen was hier wegradieren. So. Und ich würde sagen, wir fahren mal hier nach. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, und dann habe ich ja gelernt, dass wir hier über das direkt mal zack auf. Auf 10 Meter. Hochraum besetzen. Ob wir was finden, ne? Auf E-Motoren wechseln. Anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Okay. Das hier können jetzt auch mit vorausfahren, ne? Vielleicht haben wir hier Glück an der Küste. Herr Kommandant, dringende Nachricht von OKM. Wir befinden uns im Krieg mit England. Herr Kaloy, eine Nachricht vom Oberkommando. Frankreich befindet sich im Krieg, nur defensive Aktion. Und Räder bestätigt, dass alle britischen Schiffe Ziele sind. Keine Schiffe unter uns in den Flak selbstverständlich ist erlaubt. Selbstverständlich ist erlaubt. Ich weise darauf hin, dass alle Schiffe der Vereinigten Königreich ebenfalls als bald bis zum Treffen. Okay. Okay, was haben wir? Was haben wir hier? Und die ersten Wände werden angewiesen, Frachter nach einem bestimmten. Okay. Das heißt, da sind wir auch wieder durch. Da würde ich nochmal sagen, wir lauschen nochmal. Tauchen auf 10 Meter. Hochraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Torpedorohr 3 gewartet. Anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Okay. Luft eingeschaltet. Ja, sehr gut. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Nochmal enttäuschen. Auf 10 Meter. So. Auf E-Motoren wechseln. Torpedorohr 2 gewartet. Da ist nichts, ne? Torpedorohr 1 gewartet. Anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. So, dann gehen wir auch auf halbe Fahrt voraus. Ein bisschen Sprit mal sparen. Setzen. Ja.
Aber das mal irgendwann eins sehen hier. So, gucken wir nochmal oder zumindest erstmal. Tauchen auf 10 Meter. Auf E-Motoren wechseln. Du bist am Kappenrand, das erste Mal nichts hier, aber. Aktuelle Tiefe 10 Meter. Anblasen. Auf E-Motoren wechseln. Das ist so sachlich erstmal richtig. Zeit für eine Auszeit. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Das haben wir ja schon einiges hier. Halt. Kurs setzen. So, aber wir machen trotzdem mal hier einmal. Auf 35 Meter. Horchraum besetzen. Fünf Meter. Auf E-Motoren wechseln. 40 Meter. Torpedorohr 1 gewartet. Da haben wir hier was? Ich weiß es nicht. Nicht so aus. Torpedorohr 3 gewartet. 35 Meter. Anblasen. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloy, wir sind aufgetaucht. Noch nicht mal die Hälfte geschafft. Ja, okay. Jawohl, weiter geht's. Okay. Nochmal. Tauchen auf 35 Meter. Horchraum besetzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Nein. Ich kümmere mich darum. Kurs setzen. Bestätigen. Da wollte ich hin. Und hier rüber so. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Auf E-Motoren wechseln. 40 Meter. Entschuldigung. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Torpedorohr 3 gewartet. Herr Kaloy, wir sind aufgetaucht. Ja, irgendwie sehen wir ja nichts, ne? Auf 35 Meter. Horchraum besetzen. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Auf E-Motoren wechseln. 35 Meter.
anblasen. 30 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Jawohl, ich kümmere mich darum. Herr Kaloy, wir sind aufgetaucht. Wir können erstmal ein bisschen, wobei wir können ja hier dann. Dann machen wir hier nochmal. Tauchen auf 35 Meter. Horchraum besetzt. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Auf E-Motoren wechseln. 35 Meter. Torpedorohr 2 gewartet. Hören, ne? Torpedorohr 1 gewartet. Anblasen. 25 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloyn. Herr Kaloyn, wir sind aufgetaucht. Tauchen auf 35 Meter. Raum besetzen. Also müssen wir mal irgendwas suchen, oder? Meter. Auf E-Motoren wechseln. 35 Meter. Anblasen. 25 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Wird erledigt, Herr Kaloyn. Herr Kaloyn, wir sind aufgetaucht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ach, guck mal, ob wir die 2000 überhaupt schaffen hier. Auf 35 Meter. Horchraum besetzen. Auf Elektromotoren gleich. Achso. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Auf E-Motoren wechseln. Jetzt also. 25 Meter. Torpedorohr 2 gewartet. Da wird nichts, ne? Finden wir nichts. Aktuelle Tiefe 35 Meter. Anblasen. 15 Meter. Ja. Auf Dieselmotoren wechseln. Natürlich, Herr Torpedorohr 1 gewartet. Herr Kaloyn, wir sind aufgetaucht. Wir haben neue Befehle vom BDU erhalten. Wir haben beschlossen, die zugewiesenen Koordinaten für das U-Boot zu ändern. Merken Sie sich die Koordinaten. Wir müssen nach da oben, okay. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay. Herr Kaloyn, wir sind aufgetaucht.
bisschen reinfahren. Und dann horchen wir mal. 35 Meter. Horchraum besetzen. Fünf Meter. Auf E-Motoren wechseln. 35 Meter. Ist nichts zu hören, ne? Torpedorohr 1 gewartet. 40 Meter. Anblasen. Aktuelle Tiefe 20 auf Meter. Dieselmotoren wechseln. Jawohl, ich kümmere mich darum. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Mitte irgendwie, ne? Schon richtig? Nee. Tauchen auf 35 Meter. Horchraum besetzen. Fünf Meter. Auf E-Motoren wechseln. Aktuelle Tiefe 35 Meter. So. Torpedorohr 2 gewartet. Meter. Anblasen. Aktuelle Tiefe 20 auf Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Jawohl, Herr Kaloin. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Ja. Schornsteinrauch. Peilung 30 Grad. Boah, da müssen wir mal gucken. 30 Grad ist, jetzt das drauf machen hier? Wäre 30 Grad, ne? So. Jetzt wir müssen hier rüber. Kurs setzen. Schneller fahren, oder? Große Fahrt voraus. So. 87, okay. Fahren wir komplett falsch. Kurs setzen.
Muss aber 19 Grad sein, okay. Sagt er jetzt hier bei 196, okay. Müssen wir eben hier 195, das heißt, wir müssen hier mal eben Kurs setzen. Nee, kein Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Na? Dann gehen wir aber auf auf links hier, ne? Auf Seerohrtiefe. Lass mal gucken. Mit dem hier. Ist er jetzt bei 'Kaloi, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Auf E-Motoren wechseln. Der sinkt. Schornsteinrauch. Peilung 340 Grad. Das ist gut. Ja? Handelsschiff, 340 Grad. Eine Flagge zu sehen, oder? 140 Grad, ach okay, das fährt also weg. Wir müssten hier so Kurs setzen. Gerade okay.
ist es auf jeden Fall. Unbekanntes Schiff. Wie weit weg ist es? Unbekannt, okay. Torpedorohr 2 gewartet. Dann lassen wir schon mal hier. Steuerung. Also, hier. Okay. Kurs setzen. Okay. Ich weiß nicht, ob wir es kriegen. Neues unbekannt. Ich weiß nicht, ob der jetzt so einen Krach gemacht hat, aber okay. Wird schon richtig sein. Immer noch unbekannt. Wenn sich die Sonne neiget, der feuchte Nebel steiget, mein Tagwerk ist getan, mein Tagwerk ist getan. Achter. Ist er das? Ich weiß es nicht. Achter, ja, auf jeden Fall, aber geht vorne auch so ab. Ich würde mal sagen, ja. Der fährt schneller wie wir. Kurs setzen. Dann tauchen wir mal auf. Anblasen. Tiefe 5 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloyn, wir sind aufgetaucht. Lass uns mal gucken. Er sollte ja eigentlich hier das machen. Und wir gehen hier oben. Bestätige. Auf. Gewartet.
Okay. Wo ist er am Schlafen? Du gehst am Motor und du siehst. Damit wir hier auch. Ich hoffe, das noch hinkriegen. Auf diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Steht nicht, wie lange sie. Äußerste Kraft voraus. Zeit für eine Auszeit. Nee. Kann er nicht zu seinen Motoren gehen? Nee. Weiß es nicht. Fahren wir jetzt, okay. Immer noch nicht, was ein Tankgas ist, ne? Was ein Frachter. Mal gucken. Dann gehen wir mal zum. Bestätige. Es scheint sich einzudrehen, oder? Man ist täuscht. Gehen wir auf Zero-Tiefe, oder? Auf Zero-Tiefe. Kaloy, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Auf E-Motoren wechseln.
Warum sehe ich nichts? Ja. 29. Muss da irgendwo sein, oder? Da ist er. Ein bekanntes Schiff. Jetzt so in etwa sein, oder? Spitze der höchsten Mast, okay. Ich weiß jetzt nicht, was es dann ist. Kann das nicht der Dings jetzt endlich mal machen hier? Alles eingestellt. Ich weiß noch nicht mal, was für ein Schiff das ist. Ist auch noch weit weg, ne? Ja, hier ist weit weg, ja. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Nur 9 Kilometer weg.
Da würde noch Alarm werden, ne? Rohr 1 bewässern. Rohr 1 bewässert. Ich weiß es nicht, ob's wahrscheinlich geht es schief. Ich glaube nicht, dass er es richtig eingestellt hat, oder? Kurs auf diese Koordinaten setzen, okay. Hat er denn jetzt? Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloin. Kann er denn das besitzen hier? Aber wir kommen ja keine 9 Kilometer weit, ne? Tiefe Steuerung. Müssen wir nochmal auftauchen? Anblasen. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Große Fahrt voraus. Auf Dieselmotoren wechseln. Geschwindigkeit 4 Knoten. Unterlagen aktualisieren. Ah, dann ist der richtig. Fahrt 7 Knoten. Ja. Ja, 9,3 Meter. Okay, wir schaffen jetzt mehr. Ich weiß immer noch nicht, was für ein Schiff es ist.
Wäre gut, wenn er gleich eindrehen würde, aber... Navigation besetzen. Bestätige. Jetzt wieder. Entfernung. Weg. Nee. Noch 9,1 weg, aber dreht ein, ne? Immer noch 13. Wir fahren ja da lang, okay. Kurs setzen. Torpedorohr 3 gewartet. Ungefähr 13, okay. Dreizehn schaffen wir ja auch unter, ne? Auf Seerohrtiefe.
Herr Kaloy, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Auf E-Motoren wechseln. Wir sehen immer noch nicht, was für ein Boot das ist, ne? Also, was für ein schon, aber von wem? Zu weit weg. Ja, dass der hier rüberkommt. Oh, der fährt da rüber. Empire Explorer, okay, das passt ja. Habe ich auch so ausgewählt. Dann müssen wir da natürlich auch hier ändern. Dann ist das natürlich nur Geschwindigkeit. Das müssen wir ändern, dann ist es eher hier. Aber das klappt doch. Nee, das ist schon da richtig. Koordinaten setzen. So. Doch wieder nach hier. Hat er das umgesetzt, okay. Den haben wir ja gesagt, er soll da rangehen, ne? Ja. Aber wir wissen leider noch nicht, was für ein Boot das ist, ne? Mikro aus. Sagen, natürlich wissen wir schon, dass das ein Boot das ist, aber wir wissen nicht von wem, ne? Wahrscheinlich England, aber. Aber wir fahren 11, wenn ihr wirklich. Letzte Fährte ist er bald weg, ne? Äußerste Kraft voraus. Geht irgendwie nicht, ne?
Nee. Jawohl, Herr Kaloin. Nein, komm nicht über 11. Anblasen. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Große Fahrt voraus. Auf Dieselmotoren wechseln. Und Stein 34. Das ist zu viel. Das ist eher okay. Nochmal gut, die Entfernung messen. Okay. Wir sind zumindest schon mal ein Stückchen näher rangekommen, ja? Koordinaten setzen. Mal schauen, wie lange schnell die fährt. Funkoffizier fehlt. Warum fehlt der Funkoffizier? Achso, der macht jetzt das hier. Du machst hier mal am besten das. Du gehst nicht Karten spielen. Du machst hier. Ja, aber du machst Funk. Funkraum besetzen. Und kannst du hier das machen? Immer noch nicht. Funktelegramm gesendet. Sich das hier ändert. Okay. Ich glaube, wir müssen näher ran, oder?
Okay. Immer noch zu lang. Jetzt. Okay. Immer noch okay. Kurs setzen. Torpedorohr 2 gewartet. Lass mal gucken. Okay. Was wir versuchen. Komm. 4,6 Kilometer ist natürlich schon eine Geschwindigkeit, ne? Kurs setzen. Sind wir denn untergetaucht? Nee, komm mal. Halt schön, aber. Auf Seerohrtiefe. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Weil es ist schon eine Stunde. Aber es ist halt so spannend und ich würde es gerne. Und ich werde auch nichts rausschneiden, ich verspreche es nicht. Herr Kaloy, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Auf E-Motoren wechseln. Auf diese Koordinaten setzen. Weiß nicht, ob wann wir können. Hätte er sich? Fahren ja nicht mehr so schnell, ne?
wir versuchen es mal. Los! 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. 30 Sekunden. Zehn Sekunden bis Einschlag. Da war nix. Fehlschuss. Wo haben wir den denn stehen? Hier ist er noch unterwegs. Komisch. Feindliches Schiff getroffen. Feuer an Deck. Schwere Schäden. Doch, oder? Der lädt noch, oder? Was sind da? Aha. Wir weiter gucken. Kann auf jeden Fall auftauchen, denke ich. Anblasen. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Jo, der sinkt. Oben gleich. Auf Dieselmotoren wechseln. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Schiff das war. Mal gucken. Oh Gott, es gibt 3000. Funktelegramm gesendet. Sehr schön. Jetzt die Rettungsboote, ne?
leider nichts anderes, ne, übrig geblieben. Oh, das war Norwegen. Okay. Würde ich sagen, Kurs setzen. So, und machen uns aber wieder auf den Weg nach unten. Auf Seerohrtiefe. Hier haben wir jetzt nichts, ne? Ja doch, da könnte noch was sein, oder? Ich glaube, da ist noch was. Ist noch was. Das sind zwei Sachen so, okay. Alle Maschinen stoppen. Kann ich das jetzt irgendwie nehmen? Okay. Die Würste jetzt weg ist, oh, da ist noch was. War's, ne? Das ist kein besonderer, ne? Sechs überlebende SS-Not. Okay. Das muss ich mal eben mit dem anderen hoch. Und verlassen. Bin ich jetzt wieder aus? Wollte doch die anderen nehmen. Aber es hat schon mal geklappt, das ist schon mal gut, ne?
auch wenn mit viel Unterstützung. Und dafür hat man ja ein Team, ne? Das nämlich unten reinpacken wieder. Da war, glaube ich, hier so ein Hauptlager. Irgendwo hier, oder? Ich weiß es nicht. Irgendwo war so ein Hauptlager. Glaube ich zumindest. Mal gucken. Doch hier. Reinpacken, bestätigen, verlassen, so kann ich. Na komm. So. Ja, dann war das die Folge für heute. Wie gesagt, ich packe das jetzt noch ins Hauptlager. Und dann haben wir eigentlich für die Stunde eigentlich einen ganz in Ordnung, ne? Schicken sie zur Auswahl, oder? Hier ist nochmal ein Lager. Da können wir das noch mit reinpacken hier. Hat ja nichts mehr hierbei. Ah, bin auch verrückt. So. So, dann nochmal Inspekt. Machen. Wir sind ja noch angehalten, ne? So. Was ist das? Das ist neu. In der Nähe klicken Sie zur Auswahl. Überleben, okay. Okay, brauchen wir nicht weiter, ne? Okay, dann würde ich sagen, wir gehen auf Tauchtour. Zero-Tiefe. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.